mein Name ist Björn Lütke vom Team Rheinangler, ich angel auch für Jensi. Bin der Kopf vom Waller-Team mittlerweile, habe mich da ein bisschen hochgearbeitet und möchte euch einfach mal ein paar Produkte vorstellen. Zum Beispiel einer meiner größten Schätze, die ich schon seit Jahren sehr gerne fische und auch richtig viele Erfolge mit an den Tag gebracht habe, ist der River Shad. Den gibt es von ganz, ganz klein. Ich zeige euch mal einen ganz kleinen. Damit habe ich einen richtig großen Bart. Auch einer meiner Lieblingsköder. Ja, von ganz, ganz klein für auf Barsch. Bis ganz, ganz groß. Für die ganz großen Hechte. Und die Walle natürlich. Auch große Zander vergreifen sich im Winter gern dran. Das Gute an dem Köder ist, bei dem leichtesten Zug ist hier die Schaufel. Die macht richtig Druck. Ja, das sieht man auch hier schon. Eine ganz tolle, weiche Gummimischung. Und hier gibt es einen ganz geilen Farben, auch ein Gelb für die Zanderfreaks unter euch. Ja, ist natürlich auch vergleichbar, weil sie sich sehr ähneln. Mit dem Bass Assistant, den kennt eigentlich jeder. Nur Jensi hat ihn halt schon ein bisschen länger im Programm und ich muss sagen, ich angel den total gern. Weil er immer wieder große Fische bringt. Auch die ganz kleinen bringen immer ganz große Fische. Was halt auch ein geiles Gimmick ist, ich fische die zum Beispiel auch vertikale Winder. Ja, was ihr ja von anderen Profis kennt, wie zum Beispiel Hank Simonsen oder Dietmar Jesajas, die haben ja alle ihre eigenen Köder. Und ich habe halt hier den Fireball Jig mit dem Angstdrilling. Es funktioniert super auf Zander. Von Holland, Deutschland, Spanien, ist egal wo ihr seid, ist einfach ein Hammerköder. Und wer den ein bisschen tunen will, kann natürlich unten von den Q-Tips die Stäbchen rein, also die Watte schräg abschneiden, reinstecken. Einsprühen mit Fischöl, Heilbutt, was weiß ich. Seid kreativ, lasst euch was einfallen oder halt eine Glasrassel hinten rein, quer. Top-Köder einfach. Und ja, wir haben natürlich auch das richtige Vorfach für euch: Fluocarbon. Das binde ich mir selber, entweder mit Quetschhülsen, ja, mit der passenden Zange von Jensi natürlich. Oder halt das gute alte Stahlverfach und, gibt es alles zu kaufen, auch schon fertig, natürlich über euren Fachgerätehändler des Vertrauens. Ja, dann schwenke ich mal weiter über zu den Waller-Produkten, weil deswegen möchte ich euch ja heute ein bisschen was zeigen. Die neuen Teflonhaken von Jensi sind genauso stark wie die ohne SC66, 44, ST41 oder. Da braucht ihr keine Gedanken haben, ich versuche es einfach mal. Es geht! Nicht, könnt ihr vergessen, die biegen sich nicht auf. Wenn, dann brechen sie. Aber bis ihr die brecht, also ich habe noch keinen gebrochen. Dasselbe als Einzelhaken, die Spitzen sind frei für den ultra scharfen Grip. Ja, also brutale Haken. Die guten alten Gummis, die kennt ihr alle. Die fischt auch mein Kumpel Stefan vom schwarz-gelben Team. Die macht man ein bisschen nass und dann passen die super drüber. Damit tut ihr die Knoten schützen. Ja. Oder kannst auch natürlich nackig fischen. Ich fische die überwiegend nackig, aber viele von Freunde von mir fischen halt die Gummis immer zum Knotenschutz quasi, beziehungsweise zum Schnurschopf. Weil der Waller, ja, der Haken, wenn der scheiße sitzt, kann auch passieren, dass er über die Knochenplatte rutscht und dadurch sich das Vorfach auflöst quasi. Der reibt es auf, als wie Schmirgelein ist. Dann die guten Rasseln von Jensi, die gehören überall dazu, vor allem wenn ihr im Ausland mit Köderfischen angelt, ruhig so 5 bis 10 cm vor den Führungshaken setzen vom Köderfisch. Und wenn der Köderfisch eine Bewegung macht, rasselt es automatisch. Das haben die wenigstens bisher begriffen. Ich habe die Rasseln schon an den unmöglichsten Stellen gesehen, zum Beispiel auch schon unter dem Blei vom Schwimmer. Also hier an der Stelle nochmal 5 bis 10 cm über den Haken oder unter die U-Pose, weil die U-Pose wackelt ja auch im Wasser. Unser Hackmono, natürlich genau dasselbe wie von jedem anderen Hersteller auch, hat absolut seine Daseinsberechtigung. Ich fisch's am liebsten im Rhein, im großen Strom, am Po auch. Also mit Hackmono habe ich die besten Erfahrungen gemacht, heißt aber nicht, dass ich nicht mit Kevlar-Lieder fische oder so. Wir haben jetzt zum Beispiel bei uns auch ein neues Kevlar-Lieder, was ganz geil ist. Und zwar könnt ihr die Tragkraft von eurem Hackmono. Ja, jetzt haben wir hier zum Beispiel 76 Kilo, verdoppeln oder verdreifachen sogar, weil wir in der Lage sind,
dieses Hard-Mono in den Kevlar-Can zu schieben. Das heißt, ihr könnt euch 1 Meter Vorfach binden oder 2 Meter oder 3 Meter, macht einfach hier, das ist innen hohl, schiebt euer Hard-Mono rein, ihr habt die doppelte Tragkraft, wenn nicht sogar die dreifache. Also wir haben es jetzt noch nicht probiert, ich hatte schon einige Hänge mit gehabt mit dem Monokern. Es ist natürlich extrem steif, es eignet sich halt nur für die Flussfischerei, wenn ihr den Köder streckt, mit der U-Pose zum Beispiel, Steinabrissmontage oder. Und ist ein sehr geiles Gimmick, weil ihr habt halt die Abriebfestigkeit von dem Kevlar außen, ne? Und ihr habt den geilen Hard-Mono-Kern, es wird sehr steif. Also ihr habt nicht das weiche Kevlar, sondern ein hartes Kevlar-Hard-Mono-Gemisch. Was natürlich am Haken sehr dick aufträgt. Ja, aber ihr könnt es ja machen wie beim Karpfenanglern. Ich habe das auch gemacht. Ihr schneidet oberhalb des Kevlar wieder ab, macht dann die Gummis drüber, habt hier die Hard-Mono-Wicklung und Gummi drüber und unten drunter habt ihr wieder das Kevlar, was ihr runterwickelt. Also ihr habt da euch dann alle Möglichkeiten gegeben, ein bisschen rum zu experimentieren, zu spielen. Für mich ist es ein geiles Gimmick. Ja? Und wenn ich jetzt gerade schon mal das Vorfach in der Hand habe, das sind unsere U-Posen. Die kennt, glaube ich, auch schon jeder. Die haben sich in der Wallet-Szene recht breit angesiedelt. Ich binde euch einfach mal ein Vorfach, jetzt ein U-Posen-Vorfach. Ich nehme mal hier 2 Meter. Das ist so ein Standard, den wir fischen im Rhein. 2 Meter ist ein gutes Maß. Und zeige euch einfach mal, wie ich so mein Vorfach binde. Also das ist der Führungshaken, wenn ich jetzt mit Köderfisch angle, egal ob es ein toter Bresen ist oder in Spanien jetzt zum Beispiel am Ebro, unten am Fluss mit einem Lebenden. Ich brauche immer einen Einzelhaken als Führungshaken. Den mache ich entweder durchs Nasenloch oder mittig durch die Lippe. Also mittig dann, wenn der Köderfisch quasi lebend ist, weil dann hat er ein Spiel nach rechts und nach links, wie er will, durch die Nase, wenn ich möchte, dass er im Strom, wenn er tot ist, anfängt sich zu drehen. Ja? Dementsprechend müsst ihr das Ganze halt mit einem guten, richtig guten Wirbel anbieten, damit auch dieser Trall, wenn der Fisch anfängt sich zu drehen, wieder rausgeht. Jetzt binde ich hier einfach mal einen Plättchenhakenknoten. Das hat sich bei mir auch bewährt. Viele machen schon No Knot. Ich denke mir halt immer, No Knot ist gut, aber habe meine Erfahrung immer mit Plättchenhakenknoten gemacht und habe da nie Probleme mit gehabt. Viele sagen halt, oh, wenn du knotest, hast du eine Schwachstelle. Ich habe da bisher echt noch gar keine negative Erfahrung gemacht, dass ich irgendeinen Fisch verloren habe an einem Knoten direkt. Wenn, habe ich es oben im Vorfach durchgefeuert, weil ich irgendwo an der Steinpackung drüber gerutscht bin. Am Vorfach ist mir sowas noch nie passiert. Beim Zusammenziehen nass machen, sonst zerstört ihr das Hard-Mono. Ja. Dann, wie gesagt, ich mache es jetzt mal ohne Gummi. Ich zeige es euch einfach mal so. Jetzt den Drillingshaken. Ja, und da ist es wichtig, ihr habt ja unten den einzelnen Schenkel aufgelötet. Wenn ihr von unten an der aufgelöteten Seite reingeht, habt ihr hier oben einen flachen Punkt, da legt sich das Mono super an. Hier. Ja, nehmt ihr die andere Seite, die ist so ein bisschen pyramidenförmig, das ist nicht so toll, nicht so optimal. Ich nehme die flache Seite, dann könnt ihr das Ganze mit der Schlaufe hier mit 2 Fingern festhalten, legt eure Wicklung sauber hier drum, tut es fixieren mit dem Zeigefinger. So 6 bis 9 Wicklungen ist völlig ausreichend. Ihr müsst halt auch darauf achten, dass es sauber ist. Und dann geht ihr einfach hier unten durch die entstandene Öse zurück. Zieht es fest. So. Bisschen schieben und fertig. So, jetzt habt ihr hier unten noch ein Stück überstehen. Das lasse ich auch überstehen, weil unter Zug zieht er sich noch ein bisschen zu. Das ist gar nicht schlimm. Stört keinen Menschen. Ja. Und da ihr eh einen Teflonhaken habt, braucht ihr hier eigentlich keinen Gummi mehr drüber ziehen. Ich ziehe auch keinen drüber. Weil Teflonhaken hat sich das für mich total erledigt. Wie gesagt, wenn ihr möchtet, dass ihr da den Druck rausnehmt und wenn der Fisch den Haken halt im Maul hat, dass sich die Schnur nicht aufreibt, dann macht halt noch ein Gummischen drüber, ich mach's nicht. So, jetzt mache ich mir natürlich hier selber Stopper. Das heißt, ich habe hier einfach ein Stück Gummischlauch abgeschnitten. Das mache ich nach wie vor aus meinen Gummis, von dem Schleudergummi von Jensi. Weil es einfach eine gute, günstige Variante ist und schon habe ich einen Stopper, den ich hier verschieben kann auf der Schnur, wie ich möchte. Ja, dann habe ich euch ja gesagt, jetzt kommt hier die Rassel zum Einsatz. Die ziehe ich auf. Zack. Hier ist die Rassel der Einzelhaken.
so, jetzt kommt die zusätzliche U-Pose, weil die U-Pose hat keine Rasseln integriert. Mit integrierten Rasseln, die U-Posen mag ich eh nicht, weil die Rasseln zu klein sind. Ich habe die extra lauten, die großen Kunststoffrasseln mit den Stahlkugeln drin. Die sind ein bisschen lauter. Der Rhein ist viel befahren von der Schifffahrt. Es ist unter Wasser extrem laut. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal ein bisschen eure Erfahrung gemacht habt am Rhein. Und dass das Ganze gut rasselt, lasse ich hier ein bisschen spielen, dass ich die gut drehen lässt hier. Weil die wird sich auch in der Strömung ein bisschen drehen, genauso wie die U-Pose. Also ihr müsst es nicht press ranschieben, dass das hier so ein gestauchter Körper ist, weil dann gibt es hier auch einen Knick. Ich tue das Ganze ein bisschen entspannen und dann ist die recht gerade. So, jetzt habe ich hier einen Abstand von ungefähr 35 bis 40 cm. Das ergibt quasi so diese Bresen oder Rapfen zwischen 3 bis 6 Rund. Kannst du locker mit anködern. Wie gesagt, den Führungshaken durch die Nase, den unteren Haken entweder in der Nähe vom After einhängen oder im Flossenbereich. So, oben kann man einfach, je nachdem, entweder das Ganze an Wirbel anknoten, mit Blutknoten, doppelte Blutknoten, das fischende Auge oder einfach eine doppelte Schlaufe nehmen. Die muss man dann ein bisschen größer lassen, damit man mit dem Drillingshaken und der U-Pose auch wieder durchkommt. Das sind so die einfachen Sachen, die ich mache, weil ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Und es ist ein einfacher Knoten, wie gesagt, immer nass machen. Einen kleinen Sicherungsknoten hinten dran. Und einfach ist halt immer das Schönste, weil man muss keine großen, langen Bindeorgien halten. Es funktioniert auch einfach so. Und ich habe mit dem Knoten, mit dem doppelten Schlauchknoten noch nie Probleme gehabt. So, und jetzt habe ich ein fertiges Vorfach von der guten Länge. Kann das mit einer Steinmontage anbieten. Und das war jetzt so ein Gimmick, was ich euch heute mal zeigen wollte, wie man das bindet. So wie es komplett auszusehen hat, weil immer wieder sehe ich auch die U-Pose irgendwo nach einem Meter auf dem Vorfach. Das bringt euch nichts im Fluss, weil der Strömungsdruck alles wieder zu Grund drückt. Und außerdem nach einem Meter hängt der Köderfisch, hat er halt wieder die Möglichkeit an den Grund zu kommen, wenn die U-Pose weiter oben hängt. Die U-Pose so gute 10 bis 15, maximal 20 cm hinter den Führungshaken und dann seid ihr gut beraten. Ne? Des Weiteren, wenn ihr mit Pose fischen wollt, wir haben auch ganz geile Posen im Programm bei Jensi. Und in der Mitte ist ein Gummischlauch. Die Pose ist absolut stabil. Da geht nichts kaputt. Ja, die sind sehr, sehr, sehr robust. Auch wenn man mal mit der Pose auswirft und irgendwo dagegen feuert, die kriegt so gut wie keine Macken. Dann ist hier beim Kauf so ein Kunststoffstiftchen dabei, damit kann man die Schnur fixieren. Das machen wir natürlich nicht. Wir nehmen Knicklichter, die wir reinmachen, damit wir die Pose auf Entfernung auch gut erkennen können, wenn wir die Nacht durchfischen sollten. Oder wenn wir nachts einen Biss haben, damit wir sehen, wo der Waller am Boot hochkommt. Das erleichtert sehr vieles. So, im Großen und Ganzen bin ich für heute fertig. Und wenn es wieder Neuerungen gibt oder wir einen geilen Fisch fangen im Rhein oder, dann melden wir uns bei euch. Ansonsten sehen wir uns auf der Messe. Ich wünsche euch immer dicke, viel Petri und wir sehen uns spätestens auf den Messen. Ciao, euer Björn.